Meine Güte, was war das für ein Super Bowl? Habt ihr es gesehen? Die Patriots haben richtig krass gegen die Falcons aufgeholt und haben es tatsächlich geschafft, den Super Bowl für sich zu gewinnen. Aber der Super Bowl ist ein Phänomen an sich, denn so viele Menschen gucken zu. Es wurden Rekorde gebrochen ohne Ende. Und das Geile ist, es nutzen super viele Unternehmen auch Filmstudios, um ihre Trailer vorzustellen in der Halbzeitshow oder beziehungsweise auch während den Werbungen. Und wir haben nicht nur die besten Trailer für euch, sondern auch die geilsten Filminformationen, oder Ben? Wir haben sie alle. Deswegen eine Special-Episode heute von den Entertainment News mit den besten Trailern, die es zum Super Bowl gab. Los geht's! Tja, Freunde, der Super Bowl, wer hat ihn nicht gesehen? Ist auf jeden Fall immer wieder ein Phänomen, wie viele Menschen da zugucken, vor dem Fernseher zusammenkommen oder gar vor Ort. Ja, also es ist ja ein Spektakel, das größte Sportereignis des Jahres praktisch. Die Amerikaner, so viel schicken übrigens, wie die sich reinhauen, ja, und Mann, ey, ich will auch dahin. Aber sehr bemerkenswert ist halt wirklich, dass dann immer diese Trailer gezeigt werden, ja, die meistens auch ziemlich lustig sind. Wir haben jetzt heute die Kinotrailer für euch rausgesucht. Die sind natürlich sehr spannend, weil es da ja, neues Material gibt zu den meisten Filmen. Und schauen wir einfach mal rein, würde ich genau sagen. Genau, wichtig ist noch, der Super Bowl ist eigentlich die größte Sache, wie ich schon gesagt habe, die im Fernsehen läuft. Es gucken weltweit super viele Millionen von Menschen zu. Und dann nutzen die ganzen Filmstudios und Unternehmen eben, um ihre Produkte direkt an den Mann zu bringen. Also man wartet gezielt auf den Super Bowl, um dann einen Trailer rauszuhauen, um die maximale Reichweite zu generieren. Und ja, da beginnen wir direkt mal mit dem ersten Film, der sicherlich schon bei euch in aller Munde ist und auf den super viele warten. Ich sag nur, Captain Jack Sparrow ist back. Wir reden natürlich von Fluch der Karibik 5, Salazar's, nicht Saratas, Salazar's Rache. Und wir gucken uns erstmal den Trailer an, bevor wir weitere Informationen für euch haben. Los geht's. Trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. The dead have taken command of the sea. They're searching for a sparrow. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Tja, Salazar ist zurück. Ja, Salazar ist der Todfeind von Captain Jack Sparrow, der auf einmal in ein Abenteuer reinfällt und tote Piraten, ja teilweise mit einem halben Gesicht, tauchen dann auf und wollen ihn natürlich wieder ans Leder. Und ihr kennt ja Captain Jack Sparrow, der findet immer irgendwie den Ausweg. Interessant ist auch, in Fluch der Karibik 4 war das so, dass man den Fokus auf Captain Jack Sparrow gelegt hat. Aber man hat gesagt, wir wollen ihn wieder als Zeitfigur machen, weil das hat in Teil 1 bis 3 super funktioniert. Und in 5 auch. 4 war ein bisschen kritischer von den Leuten. Was ich auch sehr, sehr kritisch finde, ist eben, dass man die Originalsynchronstimme von Johnny Depp, ja, jetzt, man benutzt ihn zwar, allerdings nicht von Captain Jack Sparrow. Da hat man dann auch gedacht, okay, der kann leider nicht mehr, denn er ist krank geworden, der Herr. Schade. Schade, aber schade. Aber wann kommt der Kinofilm raus? Oh ja, am 25. Mai 2017 ist es soweit, also schon bald. Ja, und wir werden uns natürlich den Film angucken gehen. Ich bin heiß wie Frittenfett drauf. Ich habe alle Teile gesehen. Geil. Hammer geil. So, kommen wir zum nächsten Film, Ben. Logan. Sehr an The Last of Us erinnert. Ja. Auf jeden Fall. Das Setting ist sehr, sehr fragwürdig. Schauen wir doch mal rein. Meine Fresse. Kurz also, und knackig. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wer den ersten oder den zweiten Trailer gesehen hat, der wird ein Déjà-vu haben, weil er erinnert mega an The Last of Us. Ob das Absicht ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich finde es cool, dass es so ein richtig düsterer Film ist. Auch Hugh Jackman wieder exzellent, ja, also ich freue mich mega drauf. Es ist auf jeden Fall düster, weil, wie wir gerade gesehen haben, der Logan, der kommt ins Alter und er verliert langsam, aber sicher seine Heilfähigkeit. Dann sehen wir auch den guten Patrick Stewart nochmal, den kennen wir alle. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Am 2. März 2017 kommt der letzte Wolverine-Film dann tatsächlich in die Kinos. Ob es wirklich der letzte bleibt? Bleibt abzuwarten. Man muss gucken, was die Kinokasse sagt. Ja, Freunde, es ist nicht nur so, dass wir verrückte Piraten hier am Start haben oder eben einen zerbitterten Wolverine, sondern auch Cyborgs. Denn diese, haltet euch fest, Ladies and Gentlemen, werden
das Kino stürmen. Es geht um Ghost in the Shell, ein Film, welcher so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus der Rolle schlägt, denn alles ist sehr in der Zukunft angesiedelt, Ben, ne? Und du als alter Anime-Fan dürftest diesen Film auch gut heißen, oder? Genau, wir wissen natürlich alle, dass Ghost in the Shell maßgeblich war, auch für die westliche Welt sogar. Der Film erfreute sich reger Beliebtheit hier im Westen und auch in Amerika. Und nun hat man sich gedacht, hey, nun müssen wir das mal verfilmen mit Scarlett Johansson tatsächlich in der Hauptrolle. Dürfte den einen oder anderen gefallen und inhaltlich kann man sagen, es geht um den Ghost in the Shell. Also quasi das Gehirn ist noch vorhanden, sonst ist da nicht mehr viel bei den Menschen. Es ist quasi ein Cyborg in einer ganz normalen Konstruktion. Wie bei uns. Ja, wie bei uns. Und deswegen würde ich sagen, let's go, wir gucken uns den wunderschönen Trailer an. Dennis, wann kommt denn der Film? Der kommt tatsächlich bald, und zwar am 30. März 2017. Ich dachte, aber der Trailer geht noch lange. Ich wollte gerade fragen, so, Ben, bist du denn auch heiß auf den Film? Ja klar, also, und vor allem auch auf Fast and Furious 8. Ja. Fate of the Furious. Boah, Vin Diesel wieder am Start. Ja, wir freuen uns mega drauf. Da gab es ja diesen Facebook-Clip, wo man gesehen hat, wie Autos von so einem Parkdeck runtergefallen sind. Also die Stunts unfassbar geil, die Autofahren unfassbar geil. Alles geil. Und ich würde einfach mal sagen, geiler Trailer. Los geht's. Just went rogue. You gonna turn your back on family? I'm taking you down, Toretto. Wanna play like that? If you're gonna catch Dom, you're gonna need a little help. You wanna tell me why you just put me in a room with this criminal? You don't think that tight t-shirt's cutting up the circulation of your brain? You should get a bigger size. You guys are gonna work together. Love to. Was ein Line-Up, Ladies and Gentlemen. Also man kann echt nur sagen, Hammer, Hammer, krass. Da sieht man diese Szene, die ich gemeint habe, wo alle Autos von diesem Parkdeck runterfallen. Ziemlich krass, Vin Diesel am Start. No, Dwayne Johnson, Jason Statham, die ganze Partie ist wieder dabei. Die Crew wurde freigesprochen. Und ja, das Gute ist aber, beziehungsweise das Schlechte für die Familie. Dom lässt sich von einer Cyberterroristin verführen. Und ich bin sehr gespannt, wann es kommt. Beziehungsweise am 13. April kommt's. Aber wir sind gespannt, wie es wird. Aber wie ist es? Paul Walker ist komplett raus. Ja, da hat man ja gemunkelt, ob er als CGI nochmal zurückkommen soll oder wird. Das weiß man natürlich noch nicht. Könnte vielleicht eine Überraschung sein. Vielleicht eine Überraschung, ja. Die nächste große Überraschung, da freue ich mich mega drauf, ist so eine Art, wie soll man sagen, fast schon Sci-Fi-Verarsche. Wir reden von Guardians of the Galaxy. Der Film ist ja einfach so unfassbar lustig gewesen, Teil 1. Ja? Und da hat man so ein bisschen diese ganzen Sci-Fi-Filme, ja, muss man ehrlich sagen, wir gelacht, ne? Ja, parodiert. Und jetzt kommt der nächste Teil am 27. April 2017 oder soweit mit Chris Pratt wieder in der Hauptrolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das könnte wieder ein Spaß werden. Und ich sag nur, los geht's mit dem Trailer. Just who in the hell do you think you are? Well. That was awesome. He's so cute. Yeah. Groot, habt ihr gesehen? Da ist er. He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Genau. Und Groot kennen wir alle. Wir haben ihn so in unser Herz geschlossen. Baby Groot kommt da. Genau, Baby Groot und Drax ist dabei. Waschbär, Rocket, dann haben wir Star-Lord gesehen und Gamora. Also die ganzen Helden aus Teil 1, alle am Start. Und das könnte wieder ein Spektakel für sich werden. Ich finde es halt cool, dass man das so lustig aufzieht. Und ich kann mich an diese Szene erinnern von Teil 1, wo er am Schluss da mit dem Bösewicht rumdanzt und alles. Ach, Mann. Ja, ist nicht verkehrt. Und zum nächsten Film kommen wir direkt. Transformers bekommt auch einen neuen Teil. Transformers 5, aber einen geilen Titel, The Last Knight. Letzte Woche hatten wir The Last Jedi, heute kommt der letzte Ritter. Weißt du, was geil ist? Michael Bay hat jetzt schon angekündigt, dass der letzte Film sein soll, wieder. Why they keep coming here? To Earth. Your world is dying. Do you seek redemption? My maker, I do. Ja, Optimus
Optimus ist nach Hause aufgebrochen. Leider liegt Cybertron in Trümmern. Und nun, das Einzige, was passieren kann, ist natürlich das Artefakt, das alles rettet, liegt wieder auf der Erde. Ja, scheiße, Mann. Ticket in die falsche Richtung gekauft, würde ich einmal sagen. Aber man muss auch ehrlich sagen, Transformers ist ja schön und gut, ne? Aber dass Michael Bay, der ja dahinter steckt, immer und immer wieder jede Woche sagen muss, dass es sein letzter Film ist. Das hat er zum vierten Mal gesagt und langsam kann man es auch nicht mehr hören. Denn er wird auch Teil 5 definitiv drehen, da bin ich mir super, Teil 6. super sicher. Ist das Teil 5? Schon? Teil 5, ja. Mhm. Wahnsinn, ey, wie die Zeit... Stimmt. Und Mark Wahlberg hier in der Hauptrolle. Mit Anthony Hopkins. War ja früher... fällt mir nicht mehr ein. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. So, jetzt haben wir den nächsten Film. Live. Ja, das ist ein Film, welcher komplett überrascht. Ja, aber auch wieder in der Zukunft angesiedelt ist. Ich würde erstmal sagen, bevor wir darüber reden, gucken wir uns den Trailer an. Kommt am 23. März 2017 in die Kinos. Are you recording this? Ready? What is going on? Das hört sich schmerzig an. Live! Ja, es geht darum, dass man natürlich zum Mars reist und dann Proben nimmt und auf einmal außerirdisches Leben entdeckt. Hatten wir noch nie. Finde ich auch gut, dass man dann so innovativ ist. In den Rollen sind unter anderem Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson. Und Daniel Espinosa führt die Regie. Aber klingt lecker. Das war's, glaube ich. Ne? Wir haben alle Trailer abgefeuert, die es so gab, die so wichtig sind. Ne? Ja. Welchen Trailer hat dir am meisten gefallen? Boah, schwer zu sagen. Live Science Fiction ist immer sehr spannend. Aber ist das auch mal was Neues. Ernsthaft? Ist das Neues? Wow. Haben wir noch nie gesehen, sowas. So, danke, dass ihr dabei wart. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Trailer euch am besten gefallen hat, auf welchen Film ihr euch am meisten freut. Wir machen noch ganz kurz zum Schluss eben alle Termine nochmal. Also Fluch der Karibik 5, Salazars Rache kommt am 25. Mai 2017. Ghost in the Shell am 30. März 2017. Dann haben wir noch Guardians of the Galaxy Volume 2 am 27. April 2017 und Live am 23. März 2017. Transformers 5 The Last Night am 22. Juni 2017. Logan the Wolverine am 2. März 2017. Und Fast and the Furious 8 kommt am 13. April. 2017. Also kurzer Zeitraum mit cool. Super vielen Filmen. Viel Spaß noch. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.